Freunde, das Jahr fängt ja gut an. Kuchen TV und ABK haben mal wieder Beef miteinander. Erst ABKs Video, beziehungsweise Antwort auf Kuchen TVs Diss. Okay, Kuchen TV macht heftige Blöcke bei Meme und bla. Und jetzt Kuchen TVs Antwort an ABK mit dem Titel ABK, den Heuchler, kurz mal hops nehmen. Da beide Videos mal wieder relativ reißerisch gestaltet wurden, würde ich euch wirklich empfehlen, vorerst erstmal beide Videos zu sehen. Also es macht jetzt nicht Sinn, wenn ihr nur ein Video gesehen habt und jetzt auf dieses Video geht, weil dann werdet ihr wahrscheinlich auch viele Punkte nicht verstehen. Ich werde versuchen, alle Punkte ohne die ganze Manipulation objektiv zu nennen, damit ihr euch wirklich eure eigene Meinung bilden könnt. Let's go! ABKs Argumente sind, Mimis Videos zeigen nur, wie unglaubwürdig ApoRed ist und dass er oft gelogen hat, aber beweisen nicht, dass er Carina belästigt hat. Mimi hat einen Punkt aus seinem Video rausgeschnitten, da er dafür keine Beweise hat. Mimi und Carina sprechen sich mit Aussagen ab. Auch wenn ApoRed oft gelogen hat, beweist es nicht die Belästigung. KuchenTV lutscht bei Mimi. ABK droht seine Community auf ihn zu hetzen und sagt, dass KuchenTVs Community auch schlimm ist. KuchenTV macht jetzt auch Videos mit Miguel Pablo, obwohl er ihn vorher kritisiert hat. Die Metapher, dass Mimi der Staatsanwalt ist, zieht nicht, da wir auf YouTube sind und nicht in einem Gerichtssaal. Indizien von Mimi beweisen nicht, dass ApoRed belästigt hat. Vor Gericht sind Lügen, die nichts mit dem Thema zu tun haben, egal. ABK sagt, dass er als einziger seine echte Meinung sagt. ABK wäre nicht mit ApoRed befreundet. ApoReds Freundin soll aber trotzdem nicht mit seinen Ex-Freundinnen konfrontiert werden. Schwören beweist nichts und bei allen Videos geht es nicht darum, die Zuschauer zu beeinflussen. Und dann ist da noch das Ende. Aber jetzt mal ganz unabhängig von diesem ganzen Drama hier auf YouTube. Im Leben ist es immer ganz einfach gemacht, jemanden zu beschuldigen. Wobei das sogar mehr über dich als Person aussagt, als über den Beschuldigten selbst. Allein schon der Inhalt der Aussage, mit der man jemanden beschuldigt, sagt mehr über dich selber als Person aus, als über die Person, die du gerade beschuldigst. Weil sowas einfach nur zeigt, dass man selbst kein Menschenvertrauen hat. Warum glaubst du nicht an das Gute im Menschen? Wenn man selber mit seinen eigenen Augen etwas nicht gesehen hat oder mit seinen eigenen Ohren nicht gehört hat, dann sollte man sich einfach diese Option offen halten, dass das, was dir gerade irgendeine Person über eine andere Person und sagt, vielleicht gar nicht stimmt. Warum geht man immer davon aus, dass der Mensch schlecht ist und zu 100% das Übel getan hat, was man selber gar nicht beweisen kann? Aber oft. Ich meine, what the fuck ist das, Mann? Das ist einfach pseudo-cringes Weisheitsgelaber. Okay, machen wir mal weiter mit KuchenTVs Video. Es war falsch von Mimi, die Belästigung vorzuwerfen, aber er hat es wenigstens rausgeschnitten. Und ABK ist selber nicht besser. Und dann kommt so ein 2 Minuten ewig langer Beweis, warum ABK nicht besser ist. ABK traut sich nicht, das Kaffee und Kuchen, also einen Podcast, mit ihm aufzunehmen. Mimi und Carina haben sich zwar abgesprochen, aber es ist kein abgekartetes Spiel, da es uralte Chatverläufe gibt. ABK steht hinter den Beleidigungen seiner Community. ABK schweift ab. Warum man mit Miguel ein Video gemacht hat, hat er schon in einem separaten Video erklärt. KuchenTV lutscht nicht über Mimi, da er nicht besonders energisch auf die Story reagiert hat. Die aufgedeckten Lügen von Mimi sind auch teilweise konkret zu den Vorwürfen. ABK nimmt kein Statement zu seinem Schwuchtel als Beleidigung und Kuchen stellt ihn als homophob dar. Bei allen Videos geht es darum, Zuschauer zu beeinflussen. Die Freundin von ApoRed sollte mit dessen Vergangenheit zurechtkommen, wenn sie mit ihm eine Beziehung eingeht. Und YouTube ist natürlich kein Gerichtssaal, es ist nur eine Metapher. Und jeder muss sich seine eigene Meinung bilden, aber die Rollen sind nun mal ähnlich und deswegen hat er den Vergleich gezogen. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal richtig an. Wer jetzt nur die Kurzfassung will, hat sie bekommen und dann könnt ihr es wegschalten, aber naja, komm. Warum habt ihr sonst auf das Video geklickt? Also, let's go! Erster Punkt, ABK's Seite. Tamam, ApoRed hat bei irgendwelchen Sachen gelogen, die nichts mit der sexuellen Belästigung, die dem von Mimi und Carina vorgeworfen wurde, zu tun haben. Das haben wir jetzt alle verstanden. Aber mich persönlich interessiert das einfach nur. Weil ich bis jetzt immer noch nicht checke, worauf Mimi hinaus will, wenn der mir diese Lügen und Widersprüchlichkeiten von ApoRed aufzeigt. Und deswegen sucht sich Mimi die ganze Zeit andere Punkte, an denen der ApoRed als pervers, widersprüchlich oder frauenverachtend darstellt. Aber immer noch kein Beweis für den ausschlaggebenden Straftatbestand, der auch vor Gericht behandelt wird. Und genau das ist der Punkt, weil das eben der Ursprung des Problems war, was bis jetzt nicht geklärt werden konnte und man in ganz andere Bereiche abgeschweift ist. Guck mal bitte, bevor ich noch mehr Abfucks bekomme, das Ganze geht doch vor Gericht, oder nicht? Denkt ihr, da wird irgendwas von den Sachen behandelt, die euch Mimi jetzt gezeigt hat? Motto Richter sagt jetzt, oh, ApoRed, du hast im Ungestream gelogen, oh, du warst in einem Hotel mit einem Mädchen, du bist ja gar nicht schüchtern, aber dafür jetzt schuldig. Vor Gericht wird einzig und allein der Straftatbestand der sexuellen Belästigung behandelt.
Das ist Kuchen-TVs Seite. Echt krass, wie Mimi ablenkt, das muss man sagen. Ich meine, im dritten Entschuldigungsvideo ist er ja wieder darauf eingegangen. Ich denke mal, das ignorieren wir halt einfach. Vor allem hat er generell auch bei jedem Punkt, der irgendwas mit Carina zu tun hatte, schon gezeigt, dass UpRed da ganz klar gelogen hat. Was soll Mimi denn jetzt noch machen? Also UpRed hat sich ja auch anscheinend damit abgefunden, da er in seinen Videos auch gar nicht mehr darauf eingeht. Ach so, stimmt, das hat ja gar nichts damit zu tun. Also wenn UpRed sagt, dass er Silvia gar nicht belästigt haben kann, weil er nur 20, 30 Minuten auf der Party war, und Mimi dann eindrucksvoll beweisen kann, dass UpRed mal mindestens eine Stunde 45 oder so auf der Party war, hat das also nichts mit der Belästigung zu tun. UpReds Aussage war ja, dass er zur Tatzeit gar nicht anwesend war, was Mimi widerlegen konnte. Aber du hast recht, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Meiner Meinung nach stimmt das schon, dass UpRed unglaubwürdig ist, da schon viele Lügen bewiesen wurden. Aber vor Gericht ist es tatsächlich mehr oder weniger egal. Gerade dieser Punkt zeigt, dass man eigentlich keine richtige Seite einnehmen kann, sondern eher eine differenzierte Meinung bilden muss. ABKs Seite. Einfach den Teil raus, in dem er UpRed die sexuelle Belästigung vorgeworfen hat. Hier schauen wir erstmal in die Sequenz rein. BVP ist die Abkürzung für den Webvideopreis, sollte dir eigentlich bekannt vorkommen, das war da, als du Silvi mit UpRed belästigt hast. Herr Newstem hat den Vorfall gut zusammengefasst. Konkret wollten sie von ihr einen auf der Toilette geblasen kriegen. Silvi Rockstar hat leider in ihrem Video die Namen dieser YouTuber nicht preisgegeben. Übrigens, der erste war Leon und der zweite war UpRed. Und was ein lustiger Zufall. Nachdem er das nicht beweisen konnte, schnell rausgeschnitten hat aus seinem Video. KuchenTV aus Seite. Hat ABK hier sogar recht. Man sollte solche Sachen vielleicht nicht so ins Video nehmen, wenn man das Ganze nicht beweisen kann. Mimi kann man aber wenigstens zugute halten, dass er das Ganze hinterher rausgecuttet hat, also eingesehen hat, dass die Aussage nicht so ganz richtig gewesen ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, bist du bei sowas eigentlich besser? Als wir vor 2 Jahren Beef hatten, hat ABK am Anfang des Videos das Argument, dass ABK selber nicht besser ist, ist halt wirklich cringe. Er labert da wirklich 2 Minuten darüber, dass ABK in der Vergangenheit irgendwas gemacht hat, was halt schlimmer war. Okay. Dass Mimi das rausgeschnitten hat, ist zwar gut, aber er hätte es erst gar nicht ins Video schneiden sollen. ABKs Seite. Erstmal sagen, dass Miguel voll ekelhaft ist wegen seinem Fake-Outing. Boah, wie kann man so etwas unterstützen und oh. Aber jetzt selbst mit den Videos drin, in denen du dich auf Lachkick auch outest, das wofür du dir noch Monate zuvor gehatet hast, bedank dich mal lieber bei mir, dass ich den Weg geebnet habe, anstatt Videos gegen mich zu machen. Kein YouTuber von euch hätte sich damals jemals getraut, mit Miguel Pablo ein Video zu drehen, wo er seinen heftigen Shitstorm... KuchenTVs Seite. Du sagst Mimi, dass er nicht abschweifen soll, aber schweifst hier selber die ganze Zeit ab, auch mit dem nächsten Punkt mit Miguel. Ich meine, wisst ihr, was auch da wieder lustig ist? Ich habe wenige Tage, nachdem ich das Video mit Miguel hochgeladen habe, ein Statement-Post auf Instagram hochgeladen, wo ich ABK sogar markiert habe. Und da er mir folgt und eigentlich recht aktiv auf Instagram ist, weiß ich, dass er das gesehen hat. Aber selbst wenn er das nicht gesehen hat, habe ich einen Tag vor seinem Video selber ein Statement zu der Sache mit Miguel hochgeladen, wo ich auch auf den Punkt, den ABK mir vorwirft, schon eingegangen bin. Komisch, ein ABK interessiert das irgendwie gar nicht. Der behauptet jetzt einfach wieder Sachen, die ich schon lange gegenargumentiert habe. Also ich finde es ehrlich gesagt nicht korrekt von beiden, dass sie ein Video mit Miguel Pablo machen. ABKs Seite. Jetzt will der mir hiermit so nach dem Motto auf die ABK-Army anspielen, oh, wie assi die sind und sonst was. KuchenTV, guck mal, ich bin echt kein Fan davon, von Themen abzuschweifen. Aber wenn du doch von meiner angeblich ach so asozialen Community sprichst, da würde ich an deiner Stelle lieber jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich bin in letzter Zeit echt nicht gut drauf. Deswegen reizt mich lieber nicht, weil ich will jetzt echt nicht bewerten, wie asozial deine Community ist. Sei also einfach nur gewarnt, weil bisher halte ich mich einfach nur zurück, damit wir das eigentliche Thema nicht aus den Augen verlieren. Also lass den Scheiß und beleidige meine Community nicht die ganze Zeit. Weil wenn ich eins spoilern darf, dann ist das, dass deine Community kein Stück besser ist, weil du selbst ja nicht mal ein Stück besser bist. KuchenTVs Seite. Natürlich hat jeder Idioten in seiner Community. Vollkommen egal, ob ABK, Monte, KuchenTV oder Unge. Das ist bei einer Reichweite von hunderttausenden Leuten komplett normal. ABK hat aber mit Abstand die asozialste und schlimmste Community auf ganz YouTube. Schaut mal, er hat in dem Video, was er über mich gemacht hat, nicht einmal eine Beleidigung benutzt. Er ist zumindest sachlich geblieben. Und trotzdem habe ich so 50 bis 100 Nachrichten von ABK-Army-Leuten bekommen, die mich und meine Mutter in Grund und Boden beleidigt haben und einige haben mich sogar bedroht. Selbst Mimi hat getweetet, dass er die Nachrichten der ABK-Army lieber nicht zeigt, weil er nicht möchte, dass Leute danach die AfD wählen. Beide haben eine relativ toxische Community und das kommt auch von den YouTubern selber, wie sie reden, wie sie hetzen und so weiter. Aber klar, die Community von ABK ist wirklich die schlimmste auf YouTube.
hat gerade einfach zugegeben, dass das, was Mimi und Karina machen, ein abgekartetes Spiel von den beiden ist. Nur um ApoRed eine andere Form der sexuellen Belästigung reinzudrücken. So nach dem Motto, ah, bei Sylvie hat's verbal nicht geklappt, aber ja, dann nehmen wir jetzt die Karina in Form einer Massage. Aber was die wenigsten checken, ist, dass beides bis jetzt noch nicht bewiesen werden kann. Und das ist aber natürlich halt einfach vollkommener Quatsch. Also erstmal gibt es doch Chatverläufe von vor 4 Jahren. Denkst du, Karina und Mimi haben sich vor 4 Jahren zusammengesetzt und gesagt, no, den ApoRed, den machen wir aber kaputt. Wir faken jetzt Chatverläufe und in 4 Jahren geben wir es ihm richtig. Dazu habe ich halt auch überhaupt nichts geleakt. Ich habe Karina halt im Vorfeld gefragt, ob ich die Nachrichten so zeigen darf und sie hat dem zugestimmt. Ja, natürlich. Mimi und Karina haben Kontakt. Sie sprechen sich auch ab. Trotzdem, selbst wenn sie sich absprechen, sind die Aussagen ja nicht mehr oder weniger wahr. Ja, aber das sind ja dann irgendwelche Zuschauer und es geht ja nicht darum, irgendwelche Zuschauer zu beeindrucken, sondern erstmal an die Wahrheit zu kommen und dann vor Gericht. Schwör auf, was du willst. Wir sind hier in keinem religiösen Gerichtstribunal, wo du mit dem Schwur auf Gott etwas meinetwegen mehr oder weniger beweisen kannst. Es geht darum, Zuschauer zu beeinflussen. Wahrscheinlich werden wir niemals wissen, was wirklich passiert ist. Das heißt, ApoRed möchte natürlich in der Öffentlichkeit seinen Ruf retten, damit die Leute nicht komplett negativ eingestellt sind. Und deswegen schwört er darauf. Und doch, es bringt bei einigen Leuten was. Und das habe ich auch im letzten Video schon gesagt. Ich würde auch sagen, dass es sowohl in ApoRed als auch in Mimis, als auch in Kuchens, als auch in ABKs Videos darum geht, die Zuschauer auf ihre Seite zu bekommen. Mit allen Mitteln. Meinetwegen auch mit Schwören, wenn man damit die meisten Leute auf seine Seite bekommt. Wenn du jetzt meinst, dass sie damit klarzukommen hat, dann meinetwegen, wenn ApoRed ihr das aus freien Stücken erzählt. Aber sie sollte damit nicht in der Öffentlichkeit konfrontiert werden müssen und das vor allem zu Unrecht. Dass solche Sachen immer mal wieder ausgepackt werden können, ist halt auch klar. Ob das jetzt in der Öffentlichkeit passieren muss, ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber trotzdem muss man halt mit der Vergangenheit einer Person klarkommen. Vollkommen egal, wie das Ganze jetzt an die Öffentlichkeit gerät. Es gehört nun mal zu dem Menschen dazu. Ja, ich finde auch, dass man nicht so übertrieben stark auf der Privatsphäre von ApoRed herumreiten sollte. Man muss nicht unbedingt jetzt irgendwelche alten Weibergeschichten rausholen, nur um ihn schlechter dazustehen zu lassen. Das ist wirklich schwachsinnig. Da übertreibt Mimi tatsächlich. Dann noch 2 Punkte, auf die der andere YouTuber nicht geantwortet hat. Erstmal, ABK hat gesagt, dass er nicht mit ApoRed befreundet ist. Freund oder ich verteidige ApoRed. Ich habe den Jungen noch nie in meinem Leben getroffen. Da war sogar noch vor ein paar Jahren richtig arrogant zu mir in einem Livestream. Ich habe mit dem Jungen nur über WhatsApp Kontakt. Und ich wette sogar, dass eine Mimi und Karina mehr Kontakt zueinander haben, als ich zu einem ApoRed. Wo sind wir denn bitte befreundet? Naja, also diese Aussage kann man jetzt glauben oder nicht. Die Videos, die ABK veröffentlicht hat, lassen aber stark darauf hindeuten, dass sie befreundet sind. Oder er will halt unbedingt Beef mit KuchenTV haben. Dann noch ein Punkt im KuchenTVs Video, nämlich dass ABK kein Statement zu seinem Schwuchtel als Beleidigung gegeben hat und Kuchen stellt ihn als homophob dar. Lustig ist halt auch, dass ABK in dem Video gar keine Stellung dazu bezieht, dass er einfach das Wort Schwuchtel als Beleidigung benutzt. Wie viele Schwuchtel-YouTuber gibt es, die jedes Mal sich so durch die Haare streichen? Ich meine, mag sein, dass du homophob bist und Schwule nicht leiden kannst. Ist halt dämlich, aber was will man machen? Aber trotzdem sollte man solche Aussagen nicht als Schimpfwörter benutzen, weil du damit halt einfach gegen Homosexuelle hetzt, die es halt auch in der heutigen Zeit leider noch schwer genug haben. Ja, also in 2020 Schwuchtel als Beleidigung zu nutzen, das ist nicht korrekt. Aber ihn direkt als homophob darstellen zu wollen, ist schon ehrenlos und ich denke, er wollte ihn damit nur ins schlechte Licht drücken. Dazu kamen noch ein paar Punkte, die ich einfach als unwichtig empfand. Also erstmal, dass KuchenTV bei Mimi lutscht und dann KuchenTVs Antwort, dass er doch nicht lutscht, ja, juckt es nicht. ABK traut sich das Kaffee und Kuchen zu machen, ja okay. ABK schweift ab, ja okay. Und ABK sagt das Einzige seine Meinung, ja gut, das juckt jetzt auch nicht so krass. So, jetzt könnt ihr euch eine objektive eigene Meinung bilden. Wie gesagt, ich denke nicht, dass man sich auf eine Seite konkret stellen kann. So, jetzt nochmal kurz Outro, blablabla, das ist wirklich das längste Script, was ich je geschrieben habe. Wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Habt noch einen schönen Tag und ciao.